Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der Bundesliga-Prognose für die Saison 2017-2018. Wir sind auf den Champions League-Plätzen der vergangenen Saison und heute starten wir durch mit der TSG 1899 Hoffenheim. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich drüber freuen. Videobeschreibung auschecken zu meinem Partner OneFootball, die App für euer Smartphone, die neuesten Live-Scores, Fußballinformationen und Kaderinformationen, die ihr euch da kostenlos downloaden könnt. Würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut. IGVolt 6% Rabatt mit dem Code MaxGamingTV, mein Merchandise und meine Social-Media-Links auf jeden Fall vorbeischauen. Wir springen rein, die TSG 1899 Hoffenheim kommen eben kurz zur Trainersituation. Die ist da relativ gut geklärt. Julian Nagelsmann ist der Trainer, ein sehr, sehr guter Trainer, ein junger Trainer, der jüngste der Bundesliga und in meinen Augen mit der Beste, mit einer Menge, Potenzial immer noch, also auf jeden Fall einer, hoffentlich noch für einige Jahre in Hoffenheim, weil letzte Saison haben sie geile Arbeit da geleistet. Sportdirektor bzw. Geschäftsführer Sport ist Hansi Flick, den sollte man auch aus der Nationalmannschaft können, von daher auch eine relativ gute oder gut besetzte Position. Sollte man sich keine Gedanken machen müssen, da ist Hoffenheim richtig gut aufgestellt. Ich weiß nicht, wie viele von euch die Champions League erwartet haben in Hoffenheim, ich auf jeden Fall nicht, allerdings, naja, haben sie es erreicht und dementsprechend konnten sie auch ein paar Spieler holen. Zunächst einmal kommen wir zu den Abgängen bei den Transfers. Wir haben da natürlich die etwas wichtigeren und die unwichtigeren, aber wir gehen trotzdem auf alle ein. In-Hyuk Park geht ja zu vereinslos, also wurde beziehungsweise einfach der Vertrag nicht verlängert. Benedikt Gimba geht zu Jahn Regensburg. Nikolai Rapp geht zu Erzgebirge Aue. Barış Artık geht zum FC Kaiserslautern. Danilo Soares ablösefrei zum VfL Bochum. Pirmin Schwegler kommt nach Hannover. Sebastian Rudi geht zum FC Bayern München, ebenfalls ablösefrei. Czolak geht für 300.000 Euro Leihgebühr nach Ingolstadt. Fabian Schärfe 2 Millionen zu Deportivo La Coruña und Niklas Süle, der Königstransfer, für 20 Millionen zum FC Bayern München. Auf der anderen Seite haben wir dann Zugänge, und zwar Benedikt Gimba von Karlsruhe SC, da läuft die Leihe aus. Dann natürlich noch dazu Kelvin Akpoguma von Fortuna Düsseldorf, Robin Hack aus der eigenen Jugend, Bruno Nazario, ebenfalls per Leihende, der kommt aber erst im Winter, von Guarani aus der zweiten brasilianischen Liga, Stefan Posch kommt aus der zweiten Mannschaft von 1899 Hoffenheim, Meris Skenderovic ebenfalls aus der U19, und dann kommen wir zu den etwas größeren Namen, Robert Jull und Florian Grillitsch, beide ablösefrei von Fürth und Bremen, Serge Gnabry vom FC Bayern München per Leihgebühr. Justin Hogmar kommt von Heracles Almelo. Nico Schulz von Borussia Mönchengladbach für 3,5 Millionen. Und Harvard Nordfei ist der Königstransfer, was die Zugänge angeht, für 7 Millionen von West Ham. Die Kaderanalyse, und das sieht ziemlich stark aus, muss man sagen, die haben sich richtig gut aufgestellt für die kommende Saison. Baumann im Kasten, Gregor Kobel dazu, Alexander Stolz. Das ist eine gut besetzte Position. Baumann ist ein richtig guter, letzte Saison wieder bewiesen, wie stark er ist. Und dahinter hat man einen Erfahrenen mit Stolz und einen Jungen mit Kobel, der sich bestimmt irgendwie mal seine Chance im Pokal oder so erarbeiten wird. Also sehr, sehr ordentlich. Innenverteidigung sieht trotz des Abgangs von Scheer und trotz des Abgangs von Niklas Süle immer noch okay aus. Posch ist Nachwuchsspieler, wie angesprochen. Kelvin Akpoguma hat sich in der zweiten Liga bereits gut geschlagen, in meinen Augen bei Düsseldorf. Justin Hogmar ist ein Talent von Almelo. Ich denke mal, der wird sich auch machen. Bicacic ist ein beinharter Innenverteidiger, den ich persönlich mag, obwohl er eine blau-gelbe Vergangenheit hat. Dazu Benjamin Hübner noch, der sich auch sehr stark gemacht hat in seinem zweiten Jahr Bundesliga. Und Kevin Vogt, der immer stärker wird nach seinem Abgang vom ersten FC Köln. Sehr, sehr souverän. Dann die Außenverteidigerposition, die machen wir noch kurz mit dazu, weil da gibt es nur drei. Jeremy Toljan, Nico Schulz und Pavel Kalajabek. Toljan kann auf beiden Seiten spielen, wird ja mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Wenn er da bleibt, haben sie dann einen richtig guten Linksverteidiger und mit Nico Schulz auf jeden Fall einen, der das auch spielen kann. Toljan ist ja variabel einsetzbar und Kalajabek hat seinen Vertrag gerade verlängert, ist auch ein sehr, sehr guter Außenverteidiger. Defensiv ist die TSG richtig gut besetzt und vor allem auch breit genug für den internationalen Wettbewerb. Das liegt auch daran, dass im Mittelfeld ein Harvard Nordfeld spielt, der theoretisch auch als Innenverteidiger aushelfen kann. Dazu Eugen Polanski, Lukas Rupp, Florian Grillitsch, Dennis Geiger. Das sieht schon sehr, sehr stark aus, muss man ganz ehrlich sagen. Die Zentrale, ich finde es auch gut, dass sie Grillitsch geholt haben. Ist ein Spieler, der in meinen Augen eine Menge Potenzial hat und auch bei Bremen schon sehr gut gespielt hat. Rupp ist ein solider Allrounder. Polanski hat eine Menge Erfahrung und als Kapitän ist er definitiv ein Leader. Und dazu halt eben noch Harvard Nordfeld, der, denke ich mal, nach seinem Wechsel nach England nicht die allerbeste Saison hatte bei West Ham, die auch lange abstiegsgefährdet war, aber der Erfahrung hat und vor allem richtig beinharter Sechser ebenfalls ist. Und dementsprechend, denke ich mal, die Aufgabe da ganz gut übernehmen wird.
von Sebastian Rudi, auch wenn die, glaube ich, eher Florian Grillitsch zugedacht ist, aber Nordfeld wird das trotzdem, denke ich mal, ziemlich gut machen. Geiger dann als Perspektivspieler, das sieht ziemlich ordentlich aus. Auf der 6er Position haben sie außerdem Interesse an Julian Baumgartlinger. Warum genau, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Milan Badej ist auch im Gespräch, allerdings ist das, finde ich, also Baumgartlinger ist für mich kein Champions-League-Spieler und ich finde ehrlich gesagt, dass der bei Leverkusen bleiben sollte und Badej, das wäre interessant. Der hat sich ja unglaublich gemacht bei Florenz, aber ich weiß nicht, ob man den so einfach bekommt. Er hat halt einen hohen Marktwert mit 11 Millionen, von daher ist das vielleicht gar nicht mal so einfach. Also wahrscheinlich wird das nicht zustande kommen, aber gehen wir mal ins zentraloffensive Mittelfeld. Und da haben sie fast schon Luxusprobleme. Nadia Mamiri, Kerem Demirbay und Robert Jull. Das ist eine richtig, richtig starke Offensive. Wir geben die Außen noch mit dazu, weil so viele sind das nicht. Steven Zuber, Philipp Ochs, Serge Gnabry, Marco Terrazino und Robin Hack. So, Terrazino ist auf jeden Fall ein Spieler, der an seinem Tag als Joker richtig gut dazukommen kann, der gut stechen kann und der auf jeden Fall Potenzial hat, gerade wenn die Rotation vonnöten ist, wegen dem Internationalen wieder seine Einsatzzeiten zu bekommen. Robin Hack ist ein Talent, aber ich denke mal, Nagelsmann wird mit dem ganz gut können. Dazu Serge Gnabry. Ich denke mal, Bremen haben wir gesehen, was der so reißen kann. Vor allem auch auf der Stürmerposition, beziehungsweise halt auf der offensiveren Position im linken Mittelfeld oder als Linksaußen. Philipp Ochs ist auch ein gutes Talent. Der ist nicht mehr ganz so stark, wie man eventuell eingeschätzt hätte, aber auf jeden Fall auch einer, der durch die Rotation, denke ich mal, begünstigt einige Spiele machen wird. Und Steven Zuber hat sich letztes Jahr auch extrem weiterentwickelt, finde ich. Hat sich sehr gut gemacht und wird auch seine Zeiten bekommen. Das sieht sehr solide auch auf den Außenbahnen. Und ich denke, auch da braucht man keinen. Felix Passlack war mal zwischenzeitlich im Gespräch. Allerdings ist der ja auch eher Verteidiger. Könnte auch rechtes Mittelfeld spielen. Die Vorlagenqualitäten hat er. Wird, denke ich mal, aber nicht passieren. Aber auf den Außen besteht eigentlich auch kein Bedarf. Zumal halt eben Amiri, Demirbay und Jull, denke ich mal, auch da aushelfen könnten. Sieht da sehr, sehr gut aus. Und ein Stürmer kann da auch aushelfen. Andrej Kramaric, nämlich der ehemalige Stürmer von Leicester, der Kroate der letzte Saison so unglaublich stark gespielt hat für die TSG und geholfen hat, die nach Europa zu schießen. Der ist im Sturm zusammen mit Wagner, Uth, Scholloi und Skenderovic. Skenderovic, ein Talent aus der eigenen Jugend. Ich denke mal, den werden wir auch einige Male sehen, einfach aufgrund der Rotation, beziehungsweise weil Nagelsmann bestimmt auch ein bisschen auf die Jugend setzen wird. Scholloi hat wieder so ein bisschen zu alter Stärke zurückgefunden nach der EM 2016, nachdem er da ja ziemlich gut gespielt hat mit Ungarn, ist er bei Hoffenheim auch wieder zu einigen Toren gekommen. Marc Uth hat sich richtig gemacht, war ja zwischenzeitlich schon so gut wie bei Köln, mittlerweile ist er wohl doch da geblieben, aber ist auch in Ordnung. Sandro Wagner ist der Topstürmer, der A-Stürmer, hat mittlerweile seinen Marktwert mit 6,5 Millionen so hoch gepusht wie, glaube ich, noch nie. Mit 29 Jahren ist das ziemlich beeindruckend, dabei hat er letzte Saison auch gut gespielt. Und dazu halt eben noch Kramaric, 15 Millionen Marktwert, Mittelstürmer, flexibel einsetzbar auf den Außenbahnen, unglaublich guter Torjäger, sehr, sehr schnell unterwegs, gute Technik, was willst du mehr? Alle Spieler, die auf jeden Fall im internationalen Geschäft mitmischen können und auch in der Bundesliga. Ich sehe bei Hoffenheim wirklich keine einzige Schwachstelle. Das letzte Gerücht war jetzt nochmal von Roter Stern Belgrad, Richmond Boakci. Allerdings weiß ich nicht, ob das überhaupt aktuell ist oder irgendeine Relevanz hat. Das ist an sich ein guter Spieler, es ist ein interessanter Spieler, an dem auch 96 wohl interessiert war, aber ich denke nicht, dass das passieren wird. Und selbst wenn, dann ist es halt nochmal eine Verstärkung für den Sturm. Alles in allem sieht das ziemlich gut aus. Wir kommen zur Prognose für die TSG. Ja, die sind momentan halt eben in der Vorbereitung, sind teilweise auch besser, als man beispielsweise bei Bayern oder bei Dortmund davon ausgehen kann. Ich denke trotzdem nicht, dass Hoffenheim unbedingt mit diesen beiden vor allem mithalten wird. Mit Leipzig eventuell. Vielleicht haben sie auch Probleme beispielsweise mit dem Leverkusen oder Schalke. Ich sehe keine so heftige Saison wie letztes Jahr bei Hoffenheim. Tippe sie aber trotzdem auf Platz 6. Ich denke, das wird ziemlich stark werden. Ich denke, die werden sich auf jeden Fall mit Nagelsmann noch weiterentwickeln und werden dann einiges bei rumbekommen. Ich glaube auch, dass sie die wichtigsten Spiele halten konnten. Natürlich ist Süle extrem wichtig und Rudi war auch nicht unwichtig, aber Kramaric ist ein sehr wichtiger Spieler. Demirbay war letzte Saison unglaublich stark mit Serge Gnabry und sind starken dazu bekommen. Auch beispielsweise in Vogt, weil in meinen Augen extrem wichtig, letztes Jahr fast schon noch besser als Süle und von daher auch mit den Neuzugängen sieht das ziemlich, ziemlich gut aus, zumal ich halt eben Nagelsmann vertraue, dass er einen guten Job machen wird. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr so dazu zu sagen habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und wir sehen uns morgen wieder mit der nächsten Episode der Bundesliga-Prognose für die Saison 2017-2018. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.